Du hast etwas Gripverlust und dann geht's auch mal geradeaus. Zumal er, richtig, Jörg Bergmeister, richtig hingewiesen, den Druck spürt. Ach, ist das ein Audi? Da ist ein Audi abgeflogen gerade. In der Mulsanne. Und zwar einer der beiden Hybridwagen. Ja. Ich meine es Christensen hat gerade mal die schnellste Zeit im ersten Sektor gefahren. Die 1, das führende Auto. Marcel also, Fessler, oha. Jetzt doch kleines Drama, also da geht die Führung jetzt verloren, das sage ich gerade. Die Jungen müssen pushen, die Alten drücken von hinten. Ja, ja, da hat ein Auto gestanden, da konnte er nichts für. Jetzt geht's ins Kies. Das ist sicherlich Situation leicht hängen geblieben. Das war jetzt schade, dass das noch passiert. Bis dahin ging es noch. Ja, bis dahin ging es noch. Aber jetzt bleibt der Boxenstopp wohl nicht aus. Der oder? Ist nicht auszuschließen. Nein, da muss er rein. Das bedeutet Abtriebsverlust hinten. Also da jetzt erstmalig ein zusätzlicher Stopp. Nachdem da einer der beiden Labre-Corvette sich vor ihm aufgetürmt hat nach einem Dreher in dieser Kurve. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als dann das Lenkrad wieder aufzumachen und rauszugehen ins Kiesbett. Ja, und wir wissen, dass die Fahrer sich ja eigentlich ziemlich beschweren, dass man aus diesen geschlossenen Autos nicht so gut sehen kann. Wir haben letztes Jahr den Unfall im Training gesehen. Ich meine, Dumas war es, der dort ein Auto auch getroffen hat in der Kurve. Ui. Und da geht die Corvette ab. Auch Einschlag hier, Ende der Porsche-Kurve. Das ist ein Werkswagen, das ist nicht der private, sondern das ist richtig. Eines der Werksautos. 74, der ist auch schon arg gebeutelt. Tommy Milner Jr., der Vorjahressieger, ist hier im Auto. Unterwegs mal in der Nacht, längere Standzeit wegen Antriebswellenschadens. Deswegen keine Aktie mehr im Kampf um den Gesamtsieg. Milner eingeschlagen mit jetzt baumelndem Außenspiegel. So, auch Fessler fährt an der Box vorbei, trotz des Heckschadens. Ja, der ist auch relativ klein, ne? Da ist nur der... aber wie gesagt, aerodynamisch da geht jetzt mal ein Rad laufen. Respektive die Lauffläche eines Rades laufen. Nach einem Reifenschaden bei einem der LMP2-Autos. Das müsste das Buzen-Auto gewesen sein. Die, oder auch in den Porsche-Kurven. Da, wenn da der Abtrieb fehlt, kann es natürlich schon fatal sein. So ein Ausritt vielleicht wie hier bei der Corvette. Ja, zu dem Ausritt der Corvette sieht fast ein bisschen so aus, als der Marcel da gerade vorbeigekommen ist. Dementsprechend die Corvette ein bisschen Downforce verloren hat in der schnellen Porsche-Kurve dann. Zu weit rausgekommen, Übersteuern bekommen und sich weggedreht. Es liegt